Komisch. Komisch, komisch. Okay, Hochhäuser stehen schon mal. Sieht ganz nett aus. Und wir müssen uns weiter um ein bisschen was kümmern. Polizei vor allem auch, glaube ich. Aber jetzt gucken wir erstmal hier rein. Boah, das sieht nett aus, ne? Hier so direkt durch. Wohlbefinden statt Wohlstand. Es gibt zu viele kranke Leute in dieser Stadt. Die Sims brauchen eine Klinik oder ein Krankenhaus. Machen wir. Gucken wir mal schnell rein. Wo wir schon was uns hingezimmert haben. Hier was. Ein Krankenhaus. Gucken wir mal schnell rein, aber 18 von 25 pro Tag versorgte oder verletzte Sims. Das müssen wir noch ein bisschen ausbauen anscheinend. Was haben wir hier? Diagnoselabor. Die Patienten erholen sich damit doppelt so schnell. Okay, Patientenzimmerflügel. Was ist das? Nicht genehmigt. Da brauchen wir eine Uni für eine Chirurgie. Komm, dann bauen wir das jetzt einfach mal hier hin. Und zwar hier oben drauf. Die kommen echt hier raus. Irgend so eine Ballonfahrt. Nicht schlecht. Okay, Krankenwagenstellplatz zimmern wir noch gleich. Komm, machen wir gleich voll die Bude. Und Wellnesszentrum. Was bringt Wellnesszentrum nochmal? Helft den Sims beim Putzen. Keime. Okay, irgendwas gegen Keime. Das ist immer gut. Aber ich glaube, haben wir... Was ist denn das? Notfallzentrum. Dann machen wir hier mal so ein Wellnesszentrum hin, oder? Zack. Und dann noch ein Patientenzimmerflügel. So. Und gleich noch einen. So. Ja, das sieht mal nett aus. Okay, dann haben wir schon mal das auf jeden Fall ganz gut hingekriegt. Und dort drüben bei unserem kleinen Krankenhaus werden wir auch noch ein bisschen was anbauen. 1, 2, 3. Okay, geht nicht mehr, ist in Ordnung. Und auch da machen wir noch schnell dicht. So. So, komplett ausgebaut. Sehr schön. Dann passt das schon mal. Und wir haben immer noch 280.000. Ey, krass. Aber die Einnahmen gehen voll runter, weil wir für die Gesundheit jetzt absolut mehr tun. Steuern passen auch noch. Ich wollte mich noch um die Polizei kümmern. Und zwar haben wir die da hinten eine hingebaut. Und hier ist auch noch eine. 10 von 10 Gefängniszellen. Da müssen wir mal noch ein bisschen anbauen. Machen wir auch gleich 2. So. Dann müsste das eigentlich soweit passen. 10 von 40, ja. Und da hinten, da genau, da haben wir unsere Fette noch hingebaut. Das ist auch geil. 47 von 50, Alter. Krass. Machen wir mal hier noch 2 hin gleich. So. Ups. So. Und dann noch ein paar Gefängniszellen, würde ich mal sagen, die wir da noch ranzimmern. Zentrum zur Verbrechensbekämpfung. Haben wir da nicht schon einen gebaut? Ja, da ist doch schon so ein Landeplatz. Haben wir dann wahrscheinlich noch einen Helikopter mehr, oder wie? Hm. Okay, das bauen wir auf jeden Fall auch noch mit hin. Und zwar da hinten ran. So. Dann sollte das erstmal passen. Da nehmen wir gerade 41.000 ein. Es läuft und läuft und läuft. Wunderbar. So, ich bin gerade am überlegen, ob ich den Wutdingens hier schon weghauen soll. Ich glaube fast schon. Wir reißen das Ding jetzt ab. Tschüss. Dr. Wu. Brauchen wir nicht. So, und da hinten ist noch Maxisman irgendwo. Wo haben wir? Da ist Maxisman. Verletzte retten. Jawohl. War die nächste Aufgabe auch erfüllt. Wunderbar. So, können wir das nochmal schließen. Und gucken uns vielleicht nochmal so ein bisschen in der Infrastruktur um. Da ist ein Verkehr, ja, der Wahnsinn, oder? 9 Minuten Wartezeit, das ist ja gar nichts. Richtig krass. Und die Einwohner mal schnell um 11.000 hochgegangen. Mal ganz locker von der Hand. Krass. Wahrscheinlich auch wegen den Hochhäusern da hinten jetzt natürlich, ne? Was ist denn das für ein Viech hier? Ein Reh oder was? Hier so. Oder ein Hund? Ist das ein Hund? Soll das ein Hund sein? Ich weiß es nicht. So. So, dann kümmern wir uns noch um das Straßenbahndepot. Oh. 38 Minuten, die sind nicht ganz so zufrieden. Müssten wir eventuell noch ein bisschen anbauen. Und dann, was haben wir noch? Bus, wollen wir das? Das haben wir hier, genau. 45 Minuten, da bauen wir noch welche hin. Jetzt haben wir da keinen Anbaupunkt mehr, ey. Huh. Wieso das denn? Ich reiß das mal ab, vielleicht haben wir es zu eng aneinander gebaut. Schauen wir mal. Nee, geht trotzdem nicht, komisch. Ah, dann müssen sie halt ein bisschen warten. Boah, hier wird auch schon wieder aufgerüstet. Krass. Da geht's irgendwie überall richtig, richtig ab, ne? Schauen wir mal, ob da immer noch zu viele Keime da sind. Nee, jetzt passt's.
Sehr schön. Hier wird nur der Rasen gemacht. So muss es sein. Natürlich. Natürlich. Machen wir doch nicht selbst, oder? So. Wieso zieht da keiner hin? Haben wir das noch nicht? Das haben wir noch gar nicht. Ach, das ging nicht, ne? Das war ja das Komische, stimmt. Dann können wir da eigentlich fast mal noch einen Park reinzimmern. Oh, wir sind im Minus. Wir müssen mal aufpassen. Wir sind im Minus langsam. Hauen wir mal die Steuern. Dann mal hoch. Das bringt schon mal gar nichts. Hier hoch. Und schon sind wir wieder im Plus. Zumindest ein bisschen 29. Nee, ich will da noch schnell eine Straße reinbauen. Weiß noch nicht wie, ob ich sie da wegbauen soll. Oder da einfach eine rein. Ich glaube, ich baue sie hier so weg. Und zwar so. Obwohl, das ist auch wieder viel zu nah da, ne? Wie bauen wir die denn am besten? Vielleicht so? Komm, wir bauen die so. Und dann bauen wir da oben einfach mal... So? Aber es sieht auch bekackt aus. Nee. Nee. Jetzt gucken wir erstmal, ob da so ein Park schon mal hinpasst gleich. Und zwar so ein Amphitheater. Oder das bauen wir hier gleich mit daneben. Nee, das Casino zumindest grob. So vielleicht. Wäre auch eine Idee. Vor allem, weil hier halt ganz viele eigentlich wohnen. Ich würde sagen, wir bauen das. Wir bauen das irgendwo hier hin. Nur wo ist die Frage? Wenn wir hier nämlich noch Casino ausbauen wollen, sieht es ein bisschen blöd aus. Ich glaube, wir machen es einfach mal hier so ran. So. Haut uns zwar noch ein bisschen weiter runter von den Zahlen hier. Wir müssen mal gucken. Wir investieren viel in die Gesundheit, Polizei und Transportmittel. Bildung eigentlich fast eher weniger, ne? Parks auch noch ein bisschen. Jetzt sind wir wieder im Plus. Jetzt sind wir wieder im Minus. Wie schaut es denn von den Grundstückspreisen aus? Zumindest ein bisschen hochgegangen. Ja, passt schon. Ist in Ordnung. Da brennt es mal wieder. Okay. Was mich so ein bisschen wundert, ist aber, dass ich hier nicht Wohngebiet ausweisen kann. Wieso? Was ist da falsch? Da können wir nochmal was hinzimmern. Wollen wir da drüben mal Wohngebiet einfach so machen? Machen wir mal, komm. Kann ja nicht verkehrt sein. So, wenn nicht, können wir es immer noch abreißen. 490 Passagiere von hier und 1790 von außerhalb. Krass. Geht's immer richtig zur Sache. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, da geht's irgendwas ums Verbrechen. Wir kommen mit der ganzen Kriminalität in dieser Stadt nicht mehr klar. Vielleicht können sie einen Streifenwagenparkplatz oder sogar eine weitere Polizeiwache hinzufügen. Ja. Also gut, einen. So, zack. Dann passt das schon mal. Und ich weiß nicht, müssen wir nochmal upgraden irgendwie? Weil das straßentechnisch noch nicht so ganz passt. Können wir mal gucken, ne? Nicht verfügbar. Da geht gar nichts, da auch nicht. Das gehört da dazu. Das haben wir schon. Und da haben wir eigentlich auch alle gemacht. Gucken wir nochmal schnell rein. Ne, die noch nicht. Alles nochmal schnell. Upsala, mit hoher Dichte. Wobei da, doch, die kommen von hier, ne? Ne, können wir ruhig machen. So. Das ist egal, da Maxis Man technisch. Das passt, das ist auch in Ordnung, das auch. Na wunderbar. Mit hoher Dichte hier noch. Da haben wir auch. Ich glaube, wir haben so ziemlich jetzt alles wirklich abgegradet hier. Hohe Dichte, das können wir auch noch schnell machen. Komm, dass es komplett ist. Nö, aber ich glaube, das haben wir echt. Das haben wir echt eigentlich so ziemlich alles jetzt. Das können wir nochmal abreißen hier. Das war irgendwie nix, die Idee. So. Und jetzt sind wir mittlerweile bei minus 1000 in der Stunde. Jetzt müssen wir mal echt aufpassen. Und gucken, dass wir eventuell irgendwie das Ganze anders angehen, die Sache. Beziehungsweise irgendwas schließen oder so. Wir gucken nochmal schnell rein. Also. Gesundheit ist halt krass, ne? Gut, Spezialisierung nimmt immer wieder zu. Und wir kriegen ja auch durch hier, sowas, auch immer noch 62.000, ne? Die ja da noch nicht mit reingerechnet sind.
Also wir machen trotzdem noch Plus momentan in der Stunde, ganz klar. Zeigt sich nur halt hier wieder nicht, aber ich weiß nicht, irgendwas müssen wir vielleicht trotzdem mal hier schließen. Gemeindepark? Nee. Aber was dann, ne? Was soll man schließen? Außer wir hauen die Steuern überall hoch. 11%, 11%, 11, 11. Wären wir im Plus. Wir gucken mal schnell rein. Zufriedenheit 76%, ja. Naja, nehmen wir auch mal so hin. Aber das ist echt blöd, dass wir hier nichts bauen können. Ich verstehe es nicht. Hier so. Warum? Komisch. Oh. Jetzt habe ich das abgerissen. Das wollte ich nicht. Ich will nur hier hochzoomen und dann das hier abreißen. Denn da wohnt keiner. Zack. Geldnot. Boah. Die fliegen aber recht nah beieinander hier, die zwei Kollegen. Okay. Sehr schön. Können wir wieder ein bisschen runterzoomen. Und dahin gibt es nochmal was zur Polizei zu sagen. Maxisman, keine Angst, Maxisman ist immer noch hier. Ich bin mir sicher, dass Dr. Wu noch weitere Tricks auf Lager hat. Nicht mehr, der ist weg. Wäre meine Popularität nur etwas größer, könnte ich meine Entwürfe für den Turbowagen realisieren. Mit dem Turbowagen würde ich im Notfall schneller zum Einsatzort gelangen. Dann könnte ich Dr. Wu ein für alle Mal aus dem Verkehr ziehen. Außerdem würde ich damit furchterregender aussehen. Mach ich, was muss man denn machen, Freundchen? Sorgen Sie, dass Maxisman 225 Popularitätspunkte erhält. Fügen Sie die Turbowagen-Garage zum Maxisman-Haus hinzu. Lassen Sie Maxisman noch 3 Kriminelle verhaften. Soll erst mal ein paar Verletzte retten. Und dann können wir hier wohl richtig anbauen noch. Eine Turbowagen-Garage, ey, hör mir auf. Für 15.000. Gratis die Woche zumindest. Oder in der Stunde, das ist nämlich wichtig, das brauchen wir. Aber es sieht echt gut aus. 65.000. Da entwickelt sich auch langsam der Wohlstand der Bevölkerung in Richtung Höhe. Und jetzt ist wieder die Maus weg. Passt mal auf. Ihr seht doch hinten, wenn ich jetzt hier draufklicke, ne? Warte mal, ich schließe das mal. Ne, das geht nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier direkt über Bevölkerung, wo steht, mit der Maus hin. Seht ihr? Meine Maus ist da, aber man sieht die Maus nicht. Komisch. Und jetzt, wenn ich klicke, jetzt ist er wieder da. So, lassen Sie an einem Tag 2000 Sims an einer Kreuzfahrt teilnehmen. Sehr schön, haben wir gemacht. Da können wir eigentlich immer reingucken. Herausforderungen war das, glaube ich, oder? Bin mir gerade gar nicht sicher, was wir da gemacht haben. Nee, das ist es nicht. Erfolge? Das ist auch nicht, was ich meine. Region, 770.000 wohnen in unserer Region, oder wie? Oder was heißt das? Ja. Ah, hier sieht man nochmal alles. Wo sind wir? 000? 11.000? Schlappe Lohner, hier. 50.000, aber gut, wir haben jetzt mittlerweile 65.000, haben hier Schwoffberg überholt. Aber 200.000 ist krass. Ist echt krass, aber mal gucken, vielleicht kriegen wir es auch noch gebacken. Werden wir sehen. So, da ist noch die Veranstaltung, wir spulen nochmal ein bisschen vor. Ich weiß gerade gar nicht, was ich so richtig machen soll. Vielleicht die Uni bauen, die kostet 1.600 die Stunde und das Ding hier kostet minus 875 die Stunde. Ist halt die Frage, ne? Bei unserer Geld... Ja, jetzt sind es wieder 3.000, was wir kriegen. Hm, komisch. Ist hier drüben schon jemand eingezogen? Bisschen, ja. Wollen wir da auch noch einen Park hinbauen? Jetzt sind es 4.000 wieder die Stunde. Ich verstehe es nicht. Und da müssten wir gleich ausgezahlt werden auch noch. Ne, können wir schon wieder planen. Dann machen wir diesmal hier... Machen wir das Fette gleich. Rockkonzert. Mach ich. Sauberes oder Saures? Verarbeiten Sie in einer Kläranlage? Nicht schnell genug gelesen. 74.000. Alter, schon wieder. Jetzt 75.000. Was geht denn da ab? So, wir können upgraden. Rathaus. Tata. Tata, tata. Tata, tata. Sehr schön. Wie viel haben wir denn jetzt? 82.000? Was geht denn ab? Wo kommen die denn gerade alle her? 83.000. Es geht ja immer gerade. 85. Krass. Okay, Feuerwehr haben wir dafür ein Problemchen. Da haben wir eine und da haben wir eine. Die müssen wir noch weiter ausbauen eventuell. Und zwar hier und hier und hier. So, ich hoffe mal, das klappt. Ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht sogar so eine fette Feuerwache bauen müssen. Ob das nicht vielleicht zu wenig ist, keine Ahnung. So, jetzt sehen wir hier fast gar nichts. Ich gehe mal von der Seite hin. Bau da einfach mal jetzt zu. So. Und dann gucken wir mal, vielleicht wird es besser wieder. Ich hoffe es einfach mal.